wo sich die Fahrer gerade auf den Start zur 250 Kilometer langen Hölle des Nordens vorbereiten. Die Hölle der Pflastersteine beginnt aber erst etwa 100 Kilometer nach dem Start, von wo ab sie dann in regelmäßigen Passagen bis zum Ziel in Roubaix das Rennen beeinflusst. Abschnitte wie Troué de Rambert, Orchy und Carrefour de l'Aubre sind berühmt-berüchtigt und selbst der Kürzeste kann das Rennen entscheidend beeinflussen. Keiner der Favoriten kann es sich leisten, vor der Einfahrt in das Velodrom nicht alles zu geben. Dieser Ausreißversuch scheint ein bisschen verfrüht zu sein. Da vorne geht jetzt richtig die Post ab. Der Abstand zum Feld schmilzt dahin. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Nun versucht ein Fahrer sein Glück im Alleingang. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam der von hinten und griff an. Jetzt geht's los, ein Ausreißversuch. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Jetzt sorgen einige Fahrer endlich mal für Bewegung, für Tempo an der Spitze. Krohn verschärft das Tempo. Das Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Einige Fahrer werden nicht lange mithalten können und abreißen lassen.
Langsam wird es spannend. Wir nähern uns Troaville, dem ersten gepflasterten Abschnitt. Bald beginnt ein ganz neues Rennen. Im Hauptfeld ist ein Fahrer zu Fall gekommen, aber zum Glück konnten alle anderen ausweichen. Reifenpanne. Damit wird er Zeit verlieren. Anscheinend gibt es noch eine Reifenpanne. Die Mannschaften sollten bei der Wahl ihrer Reifen wirklich sorgfältiger sein. Also die Bodenbeschaffenheit der Strecke scheint heute sowas von tückisch zu sein. Noch ein Fahrer mit einem Platten. Schon wieder ein Fahrer mit einer Reifenpanne. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss an der Straße liegen. Fletcher verschärft das Tempo.
Das sind die letzten 15 Kilometer. Das ist sein Antritt. Er will jetzt unbedingt gewinnen. Nun verbleiben noch 10 Kilometer. Das gibt es doch nicht. Noch ein Plattfuß. Das scheint ansteckend zu sein. Das Velodrom von Roubaix kommt in Sicht. Hier wird alles entschieden. Noch 5 Kilometer bis zur Ziellinie. Und noch ein Plattfuß. Nun beginnt der Sprint. Die starken Sprinter geben alles. Fabian Cancellara ist Solosieger. Und nun zu den Highlights des Tages.